Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wer kennt das nicht? Ihr habt ein Fahrrad, was so ein Versenderbike ist und irgendwie, wenn ihr im Park seid, seht ihr ständig euer Fahrrad irgendwo rumfahren. Das kennt die Michi auch und dazu hat sie ja ein gebrauchtes Rad gekauft und ein paar Lackschäden. Und da das mit dem Hinterbau beim Swoop so gut geklappt hat, dachten wir, hey, wir lackieren jetzt einfach das ganze YT Tours. Ich bin sehr gespannt. Die Farben verraten wir euch natürlich noch nicht, da müsst ihr ein bisschen länger dranbleiben. Aber wir nehmen euch diesmal so ein bisschen mit durch den Prozess. Das Ganze ist natürlich ja, amateurmäßig, aber da die Michi auf Instagram gemerkt hat, dass das viele Leute interessiert, dachten wir, hey, wir nehmen euch einfach ein bisschen mit durch das Ganze und jetzt ruppen wir erstmal das Bike auseinander. Los. Ja, ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee war. Es war teilweise echt hakelig, das alles abzumachen. Es wird sehr spannend, das alles wieder zusammenzubauen. Aber ich freue mich. Ich habe echt Bock, das zu lackieren. So Leute, nächster Tag und heute geht's ans Rahmenabschleifen. Daniel ist jetzt leider arbeiten, deswegen mache ich heute alleine weiter. Aber ist nicht schlimm, ich denke, das sollte ich schon hinbekommen. Ich habe mir jetzt erstmal einen Eimer mit bisschen Wasser und Spülmittel besorgt und einen Lappen und werde jetzt erstmal alle Teile grob sauber machen und dann geht's auch schon ans Abschleifen. Helfen? So, der Rahmen ist jetzt sauber und jetzt werde ich erstmal mit einem groben Schleifpapier drüber gehen. Der Rahmen hat nämlich leider überall so kleine Lackabplatzer und damit das Ergebnis nachher schön wird, glaube ich, muss ich das schon erstmal alles auf eine Ebene runterholen. Das mache ich dann mit dem groben und ganz am Ende gehe ich mit einem feinen Schleifpapier nochmal darüber. Ich glaube, das wird länger dauern, als ich dachte. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, das grobe Abschleifen habe ich jetzt endlich geschafft. Das war hier unten echt super, super aufwendig, wegen den tiefen Lackabplatzern. Aber jetzt, wenn man hier so drüber geht, fühlt sich alles ganz eben an. Ich muss jetzt hier nur so ein bisschen aufpassen, weil da kommt stellenweise so ganz bisschen das Aluminium durch. Aber es ging nicht anders. Und ja, jetzt gehe ich noch einmal fein drüber und dann war es das erstmal. Ich glaube, James will auch irgendwie nicht mehr schleifen, ne? Ich glaube, wir machen für heute Feierabend, oder? Ja, du hast auch Hunger. So, Freunde, jetzt wird's spannend. Es kamen nämlich gerade wieder ein paar Pakete an. Das heißt, wir können mit unserem Projekt heute weitermachen. Es sind schon wieder ein paar Tage vergangen. Ja, hinter mir sieht man schon so ein bisschen was. Heute geht es auf jeden Fall um die Wurst. Ich habe mir nämlich vorgenommen, noch die Lager zu wechseln, weil die vom Tours schon ziemlich ausgenudelt waren. Ich habe das Ganze allerdings noch nie gemacht, deswegen wird das jetzt besonders spannend. Ich glaube aber, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe hier so ein Lagerset von YT bestellt. Dann habe ich mir hier so ein Einpresswerkzeug bestellt. Das sieht auf jeden Fall schon abenteuerlich aus. Da bin ich gespannt, wie man das gleich bedienen wird.
Und ja, ich habe schon erfolgreich die ersten zwei Lager ausgeschlagen und bin gespannt, ob ich die jetzt auch wieder eingepresst bekomme. Also, vom Prinzip her müsste es ja so funktionieren. Ich habe hier mein Lager. Das muss hier auf so ein Nüpsi passen. Und dann kommt das hier auf die Seite, wo ich es einpressen will. Hier zwischen ist ja dann der Rahmen. So, dann kommt hier der Kollege, womit man dann dreht. Und wenn ich dann hier drehe, müsste er mir das ja dann so vorsichtig in den Rahmen pressen. Ja, das macht doch so Sinn, oder? So, den Rahmen habe ich jetzt schon mal mit Bremsen- und Teilereiniger entfettet. Jetzt geht es ans Abkleben. Ich weiß, dass man eigentlich hier diese Kabelzüge von der Bremse und von der Schaltung rausnimmt fürs Lackieren. Aber ich hatte irgendwie Angst, dass ich die hinterher nicht mehr reinbekomme. Deswegen lasse ich die drin und habe mir hier so tolle Mülltüten besorgt und werde die da einfach reinstopfen und abkleben. Und ich glaube, dann sollte das auch gut sein. Ja, und das machen wir jetzt. Okay. Wir bauen endlich das Fahrrad zusammen. Aber ich habe jetzt auch ganz viel schon zwischenzeitlich gar nicht mehr gefilmt. Zum Beispiel, wie wir die Decals aufgeklebt haben oder die Rahmenschutzfolie. Da ist noch so viel schief gegangen. Kann man gar nicht alles aufzählen. Aber jetzt ist eigentlich alles ganz gut. So, das Bike ist endlich zusammengebaut und die Lackierung ist somit fertig. Und ich stehe jetzt hier auch gerade schon in Olpe, denn wir wollen ja nicht nur an dem Fahrrad rumschrauben und das anmalen, sondern natürlich auch damit fahren. Ja, kurzes Fazit zum Lackieren. Dafür, dass ich absoluter Amateur bin, finde ich, kann sich das Ergebnis schon sehen lassen. Man hätte auf jeden Fall einiges noch besser machen können, aber hinterher ist man ja immer schlauer. Ich werde auf jeden Fall gleich noch ein paar Aufnahmen machen, damit ihr das Ergebnis im Detail sehen könnt. Ja, würde ich das Ganze nochmal machen? Ich glaube eher nicht. Es war doch schon super, super zeitaufwendig. Und es gibt so viel zu beachten. Man kann so viel falsch machen. Da würde ich, glaube ich, eher das Geld investieren und meine Nerven schonen und das von einem Profi machen lassen und habe dann das perfekte Ergebnis. Ja, ich mache mich jetzt auf jeden Fall fertig. Dann geht es nochmal auf ein paar Abfahrten mit dem neuen lackierten Tues. Und davon werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was einblenden. Also bleibt dran.